Grundsätzlich gilt im Zivilrecht die Verschuldenshaftung. Im Rahmen dieser Verschuldenshaftung unterscheidet man zwischen der Haftung für zu beweisendes Verschulden und der Haftung für vermutetes Verschulden. Und wenn du wissen möchtest, wie das mit der Haftung für vermutetes Verschulden funktioniert und was es damit auf sich hat, dann solltest du jetzt unbedingt dranbleiben. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin Markus von Rechtssalat und wenn du künftig keine Videos mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch bitte genau jetzt in diesem Moment den Kanal und aktiviere die Glocke, so bekommst du immer wieder einen wichtigen Rechtsbegriff erklärt oder auch wichtige Informationen rund um dein Jurastudium. Wenn du noch mehr Informationen möchtest und auch so ein paar Infos zu mir persönlich erhalten möchtest, dann folge mir doch gerne auch auf Instagram. Steigen wir aber nun ein in das heutige Thema, die Haftung für vermutetes Verschulden. Bei der Haftung für vermutetes Verschulden ist, wie du dir sicherlich denken kannst, Verschulden erforderlich. Wenn du wissen möchtest, was Verschulden heißt, dann schau dir unbedingt mein Video zum Unterschied zwischen Verschulden und Vertreten müssen an. Das Video verlinke ich dir nochmal hier oben und auch unten in der Infobox. Grundsätzlich ist es im Zivilrecht so, dass der Geschädigte im Rahmen der Verschuldenshaftung beweisen muss, dass der Schädiger schuldhaft gehandelt hat. Wenn du dich nochmal etwas näher mit der Haftung für zu beweisendes Verschulden beschäftigen möchtest, dann schau dir auch unbedingt das Video an, was ich dir hier oben verlinkt habe. Dass das Verschulden vermutet wird, heißt, dass der Schädiger beweisen muss, dass er schuldlos, also weder vorsätzlich noch fahrlässig gehandelt hat. Im Unterschied für zu beweisendes Verschulden muss also jetzt hier der Schädiger als Anspruchsgegner des Geschädigten beweisen, dass er weder vorsätzlich noch fahrlässig gehandelt hat. Ein Beispiel für die Haftung für vermutetes Verschulden ist Paragraph 831 BGB. Hiernach haftet der Geschäftsherr für den Verrichtungsgehilfen. Wenn du wissen möchtest, was ein Verrichtungsgehilfe ist, dann schau dir unbedingt das Video zum Unterschied zwischen Verrichtungsgehilfen und Erfüllungsgehilfen an. Auch dieses Video verlinke ich dir hier nochmal gerne. Ein weiteres Beispiel ist die Haftung des Aufsichtspflichtigen nach Paragraph 832 BGB. Noch ein Beispiel ist die Haftung des Nutztierhalters nach Paragraph 833 Satz 2 BGB. So, und zu guter Letzt noch ein Beispiel aus dem Straßenverkehrsgesetz, nämlich die Haftung des Fahrzeugführers nach Paragraphen 18 StVG. So, das war's nun mit der Haftung für vermutetes Verschulden. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein klein wenig weiterhelfen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, teile es gerne mit deinen Freunden und gib diesem Video gern einen Daumen nach oben. Falls es dir nicht gefallen hat, gib dem Video bitte zwei Daumen nach oben. Und ansonsten bedanke ich mich nun fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.